Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das große Thema Windkraftanlagen in Bayern, das ist noch nicht ausgestanden. Im Rahmen des Deutschen Landkreistages hier in Klosterseeon, da gibt es die Gelegenheit für die Interessensgemeinschaft Unser Wald, ihre Positionen der Landesregierung vorzulegen. Wir sprechen jetzt mit Brunhilde Husmann und lassen uns von ihr erklären, wofür die Interessensgemeinschaft steht. Am 9. September nahm sich Ministerpräsident Dr. Markus Söder im Vorfeld des Deutschen Landkreistages einen Moment Zeit, um den Bürgern zuzuhören. In Seeon waren es Vertreter der Interessensgemeinschaft Unser Wald. Sie bekamen die Gelegenheit, einige Punkte vorzutragen und das Thema Walderhalt statt Waldabbau anzusprechen. Brunhilde Husmann ist Vertreterin der Interessensgemeinschaft Unser Wald. Sie erklärt, warum sich die Menschen in der IG engagieren. Also im Fokus und im Vordergrund steht natürlich der Wald als Ökosystem und in seiner natürlichen Funktion, dass er eben CO2 speichert. Er ist der größte Süßwasserspeicher und er steht für unsere Tiere, für unseren Artenschutz. Und genau das gilt es zu erhalten. Und die Pläne, die wir jetzt hier über unsere Ampelregierung bekommen, die Wälder jetzt für Industrieanlagen freizugeben und roden zu lassen, das macht uns Angst. Und deswegen stehen wir hier und sagen, nein, keine Industrie in unseren Wäldern. Kernthema für die IG ist die geplante Nutzung von Wäldern nicht nur, aber auch in Bayern als Wirtschaftsräume vergleichbar mit Industrieanlagen. Die regenerative Gewinnung von Energie, das ist selbstverständlich ein wichtiges Thema, auch für die IG Unser Wald-Mitglieder. Aber jedoch nicht auf jede Art von ökologischer Energiegewinnung um jeden Preis. Auf jeden Fall. Es wird ja immer so schön verniedlicht, dass es halt, es ist ja nur ein Windpark. Es ist kein Park, es sind Industrieanlagen. Und wir sind nicht per se gegen Windkraft oder gegen regenerative Energien, überhaupt nicht. Aber dort, wo es Sinn macht und dort, wo die Zerstörung nicht im Wald stattfindet. Bayern ist nun mal bekannt, windarme Region. Und das weisen wir heute auch auf, warum die Berechnungen hier in Bayern immer noch nach der alten Methode gehandhabt wird, nach der mittleren Windgeschwindigkeit. Und das ist nicht korrekt. Wir müssen uns bloß umschauen, unsere Nachbarbundesländer, die orientieren sich an ganz anderen Werten, die Windleistungsdichte. Und dazu haben wir Fachkräfte bei uns. Also Willi Fritz zum Beispiel ist einer unserer Fachreferenten. Der kommt aus der Luft- und Raumfahrttechnik. Der kann das alles wunderbar errechnen und belegen, dass die Wirtschaftlichkeit hier nicht gegeben ist. Die Wirtschaftlichkeit zum Energieertrag, die Wirtschaftlichkeit als Renditeprojekt, die sind gegeben. Aber das ist ja nicht unser Anliegen. Wir wollen ja Energie erzeugen und wir wollen ja nicht Zerstörung, damit sich jemand anderer die Kasse voll macht. Deswegen auch unser Slogan Roden für die Kasse. Das ist das, was wir anprangern. Der bayerische Ministerpräsident nahm sich in seinem dichten Terminkalender an diesem Tag die Zeit, um der IG Unser Wald umfassend zuzuhören. Auch das Thesenpapier nahm er mit und versprach hierzu eine Rückmeldung. Aus Sicht der Interessensgemeinschaft kommt auch das Stichwort EEG-Umlage erschwerend in das Interessensfeld Windkraftanlagen hinzu. Kurz zur Erklärung. Der Begriff EEG-Umlage steht für Erneuerbare Energiengesetz. Dies regelt den Ausbau der stromerzeugenden Industrieanlagen, die Energie aus regenerativen Mitteln, also Windkraft, Wasser, Solar, gewinnen. Um dies zu finanzieren, benötigt es Gelder und diese Gelder werden als EEG-Umlage bezeichnet. Übrigens, die EEG-Umlage ist bereits im Verbraucherstrompreis enthalten. Den Vertretern der IG Unser Wald ist es ein großes Anliegen, dass die Politiker, die gewählten Vertretungen der Wählerinnen und Wähler, sich darüber im Klaren sind und bleiben, welche Ausmaße ihre Entscheidungen für die Zukunft haben, für die künftigen Generationen und wie ihre Heimat, die Landschaft und die Umwelt hierdurch verändert werden. Und deswegen appellieren wir heute hier an alle Politiker, steht auf, zeigt auf, das ist der falsche Weg. Wir brauchen Pläne, wie wir richtig Energie erwirtschaften können und nicht einfach nur hörig irgendeine Quote erfüllen, 1,8% ausweisen.
für Windkraft. Das darf es nicht sein. Es ist ganz klar für die IG Unser Wald, Windkraft ohne Wind macht keinen Sinn. Sie stellen in den Raum, ob denn wirklich alle Vorgaben des Bundes unumkehrbar befolgt werden müssen. Könnte man nicht auch auf die regionalen Gegebenheiten besser eingehen? Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und wie es weitergeht mit dem Thema Windkraftanlagen in Bayern, wir bleiben für Sie dabei.